Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei CoreKeeper. Wir werden es jetzt machen. Wir arbeiten uns jetzt in Richtung des großen Gift-Titanen zu Eevee oder Ivy. Da arbeiten wir uns jetzt hin und werden versuchen, diesen zu besiegen. Das heißt natürlich, wir müssen jetzt erstmal da überhaupt hinkommen, uns einen Weg dahin graben. Das wird jetzt schon mal die größte Herausforderung werden. Denn einen halbwegs sicheren Gang dahin zu schaffen, in ein Gebiet voller ja, Gegner, die uns töten wollen, wird nicht so einfach sein, aber wir werden sehen. Ich versuche, wenn möglich, den Weg so geradlinig wie möglich zu machen. Das ist eigentlich schon relativ, wenn wir jetzt hier so diesen Weg nach links weiter folgen, ist es eigentlich schon sehr geradlinig gut. Ich muss jetzt hier nicht übertreiben, aber so in dieser Art und Weise, dass wir dann so schnell wie möglich nach links dahin kommen. Haben uns jetzt zum Glück schon mal ein bisschen was vorgearbeitet hier. Und hier sind wir das letzte Mal ja auch hingegangen jetzt. Das ja quasi neu für uns war. Aber ihr seht schon, wie viel hier schon wieder nachgespawnt ist in der kurzen Zeit. Wir waren erst vor 2 Folgen hier. Sie spawnen unheimlich schnell nach, die Viecher. Und ich habe schon Moos hier überall entfernt. Aber trotzdem, es ist krass, wie die nachspawnen. Und krass, wie die einen Hinterhalt stellen. So, ja, du kommst jetzt auch noch dran, mein Farmer-Freund. Um den Ganzen nochmal ein bisschen vorzubeugen, erstmal diese hässlichen Pflanzen hier weg. Und wir machen hier noch mal ein bisschen Moos weg. Nehmen dir noch mal ein bisschen Spawnfläche. Einfach nur, dass wir ein bisschen sicherer mal dahin kommen, ohne wieder angegriffen zu werden jedes Mal. Okay. Da unten haben wir noch mehr Besuch. Auch hier ganz gerne das Moos entfernen. Ah, hier wird schon mal lang gearbeitet, auch wenn man es schwer sieht irgendwie. Macht es mal ein bisschen auffälliger. Man sieht es echt schwer, wenn man von rechts kommt. So, hier haben wir schon mal lang gearbeitet. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt. Oh, guck mal, ein Giftschleim. Also jetzt brauchen wir sie nicht mehr und jetzt sehen wir sie. Ich meine, nicht schlimm. Für große Heiltränke sind die immer gut. Aber wir wollen jetzt in Richtung Ivy. Nicht durch die Schimmelsporen. Die sind unser, ja, nervigster Gegner, wie ich finde. Aber dran vorbei arbeiten wir uns. Wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Ich kann mich wahrscheinlich nicht daran vorbeiarbeiten aus dieser Höhe. Nee. Nee. So, dann gucken wir mal, dass wir hier vorbeikommen. Nein, ich will nicht zu denen hin. Gerne vermeiden die nervigen Gegner. So. Aber hier will ich mal eben die Bornfelder vernichten, so, dass wir unsere Ruhe da haben. Hier ist ruckelt, ruckelt. Auf geht's, weiter nach Westen. Hinten sind schon wieder rote Augen. Links wieder ein großes Spawngebiet von den Viechern. Nicht gut, sehr nervig. Bin mal gespannt, wie das Gebiet von dem Titan ausschaut. Bin ich mal sehr gespannt gleich. Wenn wir es in dieser Folge überhaupt schaffen, aber in dieser Aufnahmesession garantiert. Da ist mein Ehrgeiz zu groß, dass wir da definitiv hinkommen.
Aber bisher klappt es ja besser als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mit größerer Gegenwehr gerechnet. Bei uns sind ein paar Schleimis. Das ist eigentlich auch immer ganz gut, weil, wie gesagt, Heiltränke kriegen wir, wenn wir den ihr Schleim verwandeln. Aber wir suchen die gerade nicht aktiv. Wo sind wir denn laut Karte? Okay, wir nähern uns. Es ist nicht mehr weit. Stückchen noch. Mal will ich auch sowas, wenn es geht, mir eine kleine Kampf-Area schaffen, in dem ich ihn lang locken kann und Stacheln hinsetzen kann, dass ich da so ein bisschen die Kontrolle bewahre. Das wäre schön, wenn das überhaupt möglich ist. Ich habe ja keine Ahnung, wie es hier gleich ablaufen wird. Das wäre nur mein Traumdenken, mein Wunschdenken, was den Fight angeht. Okay, okay, okay. Okay. Wir nähern uns Stück für Stück. Ich nicht mehr weit. Also langsam jetzt die nächsten 100 Blöcke, sage ich mal, muss man sich dann auch jetzt echt mal Gedanken machen, wie wir die Abwehr da am besten kreieren. Ist doch alles massiv hier, ne? Also komplett massives Gestein. Also ohne den Scanner, wie lange hätte ich denn noch spielen müssen, um den random zu sehen? Dabei haben wir ja schon sehr viel im Dschungel entdeckt, ne? So ist ja nicht. Also der Vorteil von dem Gegner wird natürlich sein, dass der Giftschleim auf seine Seite ist. Und ja, wir dadurch große Probleme haben. So, ich muss mir das hier mal ein bisschen mehr besser markieren, weil das ist ja mein Fluchtweg, mein Heimweg oder auch der Weg wieder hier hin. Ich muss das mal besser sichtbar machen. Weil wenn alles scheitert, muss ich hierhin zurücklaufen. Da dürfen wir jetzt nicht nachlässig sein. Okay, der Feind ist noch ein Stück weiter unten. Ich muss gleich nochmal neue Brücken bauen, aber ist nicht schlimm. Wir haben mehr als genug Holz. Ich will es alles ein bisschen breiter machen, damit ich nicht irgendwo an der blöden Ecke gleich hängen bleibe und dann sterbe deswegen. Okay, aber hier müssen wir jetzt definitiv mal aufräumen. Weil mit diesen Viechern jetzt im Rücken, das geht ja gar nicht, wenn ich gleich beim Titan bin. Das müssen wir mal ganz dringend clearen. Das machen wir mal eben alles weg hier. Ich darf jetzt hier nicht in den Hinterhalt geraten, wenn ich kurz vorm Sterben bin und dann rennen mir auf einmal diese Viecher hier vor die Rübe und schießen mich ab, weil ich fast tot bin. Weil das geht nicht. So, da sind wir gleich auf jeden Fall, was das hier angeht, auf der sicheren Seite. Ich muss das mit der Fackel noch ausleuchten, den direkten Weg. Und dann kann man das hier theoretisch auch gut als Kampf-Area schon nutzen. Vom Platz her, weil wir hier ein bisschen Platz haben.
mag's aber gerne hier einfach mal alles weg haben. Keine blöde Überraschung. Wir sind jetzt natürlich hier schon wieder voll mit so einem Mist, aber können wir auch schnell alles weg. So, eine uralte Feder haben wir sogar auch noch gefunden. Nice, aber brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Feder halt, um den nächsten Titan zu finden. So, es ist nicht mehr weit. Ivy, die giftige Masse. Wie mache ich jetzt am schlausten den Weg dahin? Hier, das muss ich nochmal wegmachen. Und ich möchte das gerne hier hinten auch nochmal ausgeleuchtet haben. Ist mir ein bisschen zu dunkel. Wir hören es schon beben. Hat gerade hier schon gebebt. Okay, hier kommen wir dann zur Wirkungsstätte von Ivy. Da muss ich jetzt mal schauen, dass ich hier vielleicht schon mal Sicherheitsmaßnahmen ergreife. Da müssen wir mal gucken. Wir können ja schon mal klein anfangen. Machen wir hier so kleine Babystacheln, sage ich mal. Sind jetzt absolut nicht safe, aber einem muss ich halt aufpassen, dass ich da nicht selber reinlaufe, sonst ja, finden wir ein jähes Ende. Ah, keine Brücke mehr. Okay, wir ziehen uns mal eben zurück. Eine Werkbank. Und wir bauen Brücken. Zack, zack, zack. Und wir brauchen Fackeln, sehe ich gerade auch. Die haben wir auch gerade alle verbraucht. War nochmal 200 Brückenteile. So, und dann bauen wir auch noch Fackeln. Denn auch davon brauchen wir noch ein paar hier. Manchmal auch davon 200 Stück. Dann haben wir da erstmal ein bisschen Ruhe. So, zur Absicherung möchte ich ja, wenn dann nach oben rennen, und ich glaube, ich werde den linken Weg, den ich jetzt hier quasi aushebe, gerne mit Stacheln besetzen, dass ich am rechten entlang laufen kann. Auch schon mal als kleine Absicherung. Nur als Sicherung. Weil dieser Schleim macht ja alles kaputt, wenn er gleich anfängt rumzulaufen, rumzubeben und so weiter und so fort. Der wird ja alles kaputt machen, auch die Wände und sowas. Aber er springt halt in meine Stacheln rein. So, ich mache das hier mal als Absicherung einfach weg. Dass mir da von da keiner auf den Nerv gehen kann. Einer. Oh, 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 da unten. Wir haben sie ganz kurz schon gesehen. Wieder voll. Kommen hier so, weiß ich nicht, einfache Samen, sollen die weg? Boden kann weg. Steinwände können weg. Ich werde das jetzt gleich schon abgrenzen hier. Mit Stacheln.
Einfach nur, dass da von da oben mir keiner auf den Nerv gehen kann. So, jetzt müssen wir langsam mal für uns unsere Absicherung hier machen. Wichtigste für den Titanen. Danke, Sid. Dir auch noch viel Spaß beim Brombeeren pflücken. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Jetzt wird's brenzlig. Ich mach mir jetzt hier so langsam mal meinen Weg auch zurecht. Ach, da kann ich aber reinlaufen, da passiert mir nichts. Ah, da passiert mir nichts. Okay, die Stacheln sind dann richtig gut. Okay, dann habe ich ja, dann habe ich hier ein bisschen Absicherung. Okay, okay, okay. Ja, da oben die Stacheln, die halten die da schon gut aus, dass die gar nicht erst hier runterkommen. Ich glaube, dann mache ich die hier nochmal eben weg, dass ich nur oben Stacheln habe. Als Sicherung. Ja, die da oben sind natürlich nicht so gut, diese Stacheln da. Aber es ist ja nur für nebenbei. Okay, Freunde, okay. So, hier habe ich meine Schuss, mein Schussgebiet zum Titan hin. Ich denke, so können wir ganz gut dann auf ihn feuern und dann zurückgehen. Ja, ja, ich sag das noch so schön, aber... Mach nochmal eins ein bisschen breiter hier. Einfach, dass ich nochmal ein bisschen mehr Rückraum habe. Dass wir bis nach oben hin fliehen können, wenn es nötig ist. Aber gut, ich würde sagen, das und mehr machen wir erst in der nächsten Folge für euch dann übermorgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus und sag bis dahin.